Soeben hat Apple offiziell das Update auf iOS 17.4 für alle kompatiblen iPhones veröffentlicht und im heutigen Video schauen wir uns einmal alle Neuerungen und Änderungen an, die mit diesem großen Update auf das iPhone kommen. Wenn du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu neuen iOS-Updates und Features verpassen möchtest, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Bei der ersten Neuerung in iOS 17.4 handelt es sich um neue Emojis. Unter anderem ist ein Pilz mit dabei, ein Phönix, eine Kette, eine Limette, ein Kopfschütteln und Nicken-Emoji und dann gibt es auch noch unterschiedliche neue Familien-Emojis. Eine weitere Neuerung, auf die viele gewartet haben, finden wir in den Einstellungen. Scroll dazu etwas weiter nach unten bis zum Punkt Siri und Suchen und dort finden wir ganz oben jetzt die Möglichkeit, Beachten auf Siri oder Hey Siri auszuwählen. Und zwar war diese Funktionalität vorher mit iOS 17 nur auf Englisch verfügbar und nun eben mit iOS 17.4 auch auf Deutsch. Das heißt, als Triggerwort könnt ihr hier jetzt auch nur Siri verwenden. Bleiben wir für eine weitere Neuerung auch direkt in den Siri- und Sucheneinstellungen und scrollen hier etwas weiter nach unten bis zum Punkt mit Siri Nachrichten senden. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu aktivieren und eben auch eine Sprache hinzuzufügen. Das heißt, wir können hier eben bei Nachrichten lesen, Sprachen hinzufügen, können natürlich hier ganz klassisch Deutsch nehmen, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, hier unterschiedliche Sprachen seit iOS 17.4 auszuwählen. Eine kleine optische Änderung finden wir in der Apple Music App und zwar finden wir hier jetzt auf dem ganz linken Punkt die Startseite. Zuvor hieß das Ganze jetzt hören und Apple hat es eben in Startseite mit iOS 17.4 umbenannt. Eine ziemlich coole neue Funktion finden wir in der Apple Podcasts App und zwar haben wir ähnlich wie bei Musik Lyrics hier nun die Möglichkeit, Transkription auszuwählen. Das heißt, wir können hier raufgehen und dann wird eben der Podcast hier einmal uns in Text sozusagen dargestellt. Wir können hier durchscrollen und das Ganze eben auch lesen und müssen diesen Podcast nicht mehr hören. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung, wenn man vielleicht irgendetwas nicht verstanden hat. Dann hat man hier eben die Möglichkeit, sich einmal den Text darstellen zu lassen. Eine wirklich sehr kleine Neuerung finden wir innerhalb von Safari. Und zwar wurde hier die URL-Bar etwas verlängert, das heißt, die ist jetzt insgesamt breiter geworden im Vergleich zur vorherigen iOS-Version. Mit dem Update auf iOS 17.3 hat Apple die Funktion Schutz für gestohlene Geräte hinzugefügt. Gerne könnt ihr euch dazu mein Video unten in der Videobeschreibung einmal anschauen. Und mit iOS 17.4 hat Apple da nochmal ein wenig was ergänzt. Dazu gehen wir einmal auf Face ID und Code und geben hier unseren Code ein. Und scrollen hier jetzt etwas weiter nach unten, denn wir haben hier jetzt für diese Funktion erst einmal ein eigenes Untermenü. Zuvor war diese Funktion direkt in diesen Einstellungen verfügbar und wir können hier jetzt raufgehen und haben dann hier einmal die Möglichkeit, das Ganze zu aktivieren und dann hier noch die Sicherheitsverzögerung eben zu aktivieren, entweder an keinem vertrauten Ort oder immer auszuwählen und das war zuvor mit iOS 17.3 noch nicht möglich. Mit iOS 17.4 gibt es ein neues Widget für die Uhren-App und zwar haben wir hier jetzt zusätzlich neben der digitalen Anzeige auch noch die Möglichkeit, uns hier einmal die Stadt anzeigen zu lassen und die Temperatur, also dieses Stadt-Digital-Widget ist mit iOS 17.4 neu dazugekommen, ergänzend zu den bereits bestehenden. Da gibt es ja schon einige und es gibt auch das Digitale bereits hier relativ clean und Apple hat eben mit iOS 17.4 noch die Möglichkeit, hier die Stadt und die Temperatur hinzuzufügen, ergänzt. Für das iPhone 15 und neuer gibt es einige Änderungen innerhalb der Batterieeinstellung. Und zwar können wir hier einmal nach unten scrollen und gehen dann auf den Punkt Batterie. Denn insgesamt hat sich hier einmal das Layout verändert. Wir finden weiterhin oben Batterieladung im Prozent und den Stromsparmodus. Aber darunter haben wir dann hier einmal den Batteriezustand. Dort können wir raufgehen, sehen dann, ob dieser normal ist. Wir sehen die maximale Kapazität und eben hier auch die Anzahl der Zyklen, genauso wie das Produktionsdatum und den Ersteinsatz. Diese Information gab es zuvor nur in den Einstellungen unter Allgemein Info ganz unten und Apple hat sie jetzt hier zu Recht in die Batterieeinstellung verschoben. Und wir haben hier auch die Ladeoptimierung und hier können wir weiterhin auswählen zwischen optimiertem Laden, 80% Limit, leider weiterhin nur für das iPhone 15 oder neuer oder eben ohne. Eine der größten Neuerungen mit iOS 17.4 ist Sideloading über den Apple App Store innerhalb der EU. Apple bietet es zukünftig an, dass Drittanbieter-App-Stores über den offiziellen Apple App Store installiert werden können und daraufhin könnt ihr dann natürlich auch Apps installieren. Apple weist aber hier noch einmal darauf hin, dass der App Store eben ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort ist, um tolle Apps zu finden und zu laden. Trotzdem werden die Drittanbieter-App-Stores aber von Apple überprüft auf Viren, Malware
und so weiter, genauso wie die Apps, die darin angeboten werden. Das heißt, ihr seid immer noch relativ safe, wenn ihr Drittanbieter-App-Stores verwenden wollt. Außerdem wird es möglich sein, Drittanbieter-Game-Streaming-Angebote zu nutzen. Das heißt, zum Beispiel Steam und Co. können ebenfalls verwendet werden als Alternative zu Apple Arcade. Und das Ganze ist eben auch mit iOS 17.4 eine Sache, die die EU durchgesetzt hat, dass es eben nicht mehr nur möglich ist, die Game-Streaming-Angebote von Apple zu nutzen, sondern eben auch von Drittanbietern. Und auch was das Surfen angeht, gibt es Neuerungen, denn Drittanbieter-Browser, die nicht mehr auf WebKit mit Safari basieren, sondern eigens programmiert werden, wie zum Beispiel Google Chrome, Firefox und Co., können ab iOS 17.4 ebenfalls angeboten und installiert werden. Und hier gibt es dann ebenfalls von Apple schon mal den ein oder anderen Vorschau-Screen, wo man hier dann eben am Ende den entsprechenden Browser herunterladen und verwenden kann. Auch das natürlich komplett freiwillig. Ihr könnt auch normal weiter Safari verwenden. Und zu guter Letzt wird es ebenfalls möglich sein, Drittanbieter-Payment-Methoden über den iPhone NFC-Chip zu nutzen. Bisher war es immer nur möglich, Apple Pay über den NFC-Chip zu verwenden. Aber es wird zukünftig dann auch möglich sein, zum Beispiel mit der Volksbank oder Sparkasse über ein eigenes Payment-System ganz einfach das iPhone zu verwenden über den NFC-Chip. Das heißt, da seid ihr dann nicht mehr auf Apple Pay limitiert. Wie ihr seht, kommt mit iOS 17.4 ziemlich viel Neues auf das iPhone. Natürlich einige neue optische Änderungen, aber auch viele Neuerungen im Code. Besonders innerhalb der EU hat Apple einige Änderungen vornehmen müssen. Und ich hoffe, ich konnte euch hier einen ganz guten Überblick bieten, was alles mit iOS 17.4 neu ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.